Die deutsche Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger ist in Taiwan eingetroffen. Während ihres zweitägigen Besuchs stehen unter anderem Gespräche mit Regierungsmitgliedern und Wissenschaftlern an. Peking, das Taiwan als abtrünnige Provinz bezeichnet, reagierte mit Kritik und forderte die Bundesregierung auf, sich an das Ein-China-Prinzip zu halten. It is completely normal for the officials of two countries to conduct exchanges. And as a free and a democratic country, Taiwan will exercise this right wherever, whenever possible in the future. It is extremely important to my ministry and me to promote cooperation with like-minded partners. This arrangement stands for enhancing cooperation on the basis of democratic values, transparency, openness, reciprocity and scientific freedom, to only name a few. Deutschland unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Vor diesem Hintergrund hat dieser höchstrangige Besuch seit 26 Jahren große Symbolkraft.